42 cm großer Dainichi Shoba aus der Blutlinie Mona Lisa. Und den Fisch finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben eine schöne Kopfzeichnung. Ja, es passt so was wie so ein negatives Herz in Weiß, in Rot. Wir haben einen tollen Körperbau, wir haben eine schöne Beflossung, wir haben relativ kleine Brustflossen, eng anliegendes Glanz, ganz kleines Motoguro, was natürlich auch die Farbentwicklung vom Schwarz auf dem Körper selbst widerspiegelt. Wir haben einen super Körperbau, eine schöne muskulöse Linienführung, wir haben eine ausgesparte Rückenflosse, Schwanzflosse, eine tolle Rotverteilung über den Fisch drüber und wir haben es schwarz angelegt, eigentlich an den Stellen, wo wir das eben auch strategisch angelegt sehen möchten. Jetzt fehlt uns nur die Größe, die Ausbreitung und die Tiefe vom Schwarz. Aber wir haben es ja hier mit einem sehr, sehr jungen Fisch zu tun, praktisch mit einem Kind, Kleinkind, ja, Übergang zu Kind, wo noch sehr, sehr viel möglich ist. Also gerade diese Farbentwicklung, wir wollen ja nicht dieses frühe Finish. Wir möchten ja gerne haben, dass wenn der Fisch 5-6 Jahre alt ist, die Größe annähernd am Zenit angekommen ist und dann eben auch die Farbentwicklung und das Volumen darauf hinläuft. Und das sieht alles zurzeit sehr, sehr gut aus. Das hier ist, ja, Tatekoi ist immer so ein riesiges Wort, aber ja, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Sehr schöner Dainichi Shoba, untergebracht bis zum Versand, GT5.